Was für ein Tiefschlag. Die Rhein-Neckar-Löwen lagen so gut im Rennen um die dritte deutsche Meisterschaft in Folge. Aber die Handballer haben schon wieder nicht gewonnen und nun ist Flensburg vorbeigezogen. Und jetzt? Zwei Spiele sind es noch. Zwei Heimspiele. Ein besonderes gleich am Sonntag in der SAP-Arena. Derby gegen die Eulen aus Ludwigshafen, die gegen den Abstieg kämpfen. Die Köpfe können die Löwen also nicht allzu lange hängen lassen. Ja, sie ist gering, aber natürlich ist sie da. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Wir müssen jetzt die letzten zwei Spiele gewinnen. Wir werden auch unseren Fans hoffentlich nochmal zwei Handballfeste bescheren. Das letzte Spiel ist schon ausverkauft. Gegen Ludwigshafen gibt es noch einige Tickets und da wollen wir natürlich auch nochmal eine dennoch erfolgreiche Saison auch mit dem Pokalsieg feiern und da ein schönes Fest draus machen. Anpfiff ist um 15 Uhr und vielleicht patzt ja auch der Tabellenführer Flensburg nochmal. Eine Stunde vorher bebt das Karl-Benz-Stadion. Dort kickt der SV Waldhof Mannheim gegen den KFC Uerdingen im Rückspiel der Relegation. Zielsetzung? Aufstieg. Das Hinspiel hat der Waldhof gestern Abend mit 0:1 verloren. Es ist eine Halbzeit gespielt, wir haben jetzt eine Halbzeit noch vor uns. Und ja, ich glaube, im Jagen waren wir diese Saison ganz gut. Wir haben in Saarbrücken gewonnen, wir haben in Offenbach gewonnen, haben die Punkte aufgeholt und jetzt geht es halt wieder darum zu jagen. Rückstände aufzuholen und das ist nichts Neues für uns und deshalb bin ich guter Dinge, dass wir am Sonntag das Spiel für uns entscheiden. Anpfiff ist um 14 Uhr. Das Stadion ist zwar ausverkauft, aber es gibt auch noch ein Public Viewing. Und in Heidelberg gibt es ebenfalls einen Schlusssport. Der amtierende deutsche Rugbymeister will den Titel verteidigen. Dafür muss der Heidelberger RK aber erst einmal in das Finale um die deutsche Meisterschaft einziehen. Im Halbfinale geht es am Samstag gegen Germania List. Anpfiff am Habigweg ist um 15 Uhr.